Hallo Leute, willkommen zurück zu The Escapist. Ja. Morgenappell, wie immer. Viel eigentlich gar nicht. Gut, wir müssen uns irgendwie darum kümmern, wie wir die Mauer da kaputt machen. Na gut, wie, wissen wir ja. Aber wir brauchen irgendwas, um zu verhindern, dass die Wächter gleich sehen, dass dann auch eine Mauer ist. Nur was. Ich Eisen. Was hat's eigentlich mit diesem Magazin auf sich? Ich komme hier mal Geld. Oh, gibt's hier her. Ah, okay. Kann man jetzt also irgendwo. Moment mal. Kann man es in die Wand hängen? Nee, geht nichts. Okay. Keine Ahnung. Weiß nicht. Oh, wir waren gerade vom Appell weg. Und es hat sich keiner beschwert. Heißt, wenn wir hier uns jetzt ein paar Gabeln klauen und dann uns vom Frühstück entfernen, interessiert das auch keinen? Naja, also das Magazin ist Quatsch. Hast du irgendwas Cooles? Elilia darf die erste Abreibung kassieren. Willst du das machen? Ja, komm, machen wir. Hat noch wer irgendwas? Nee. Nein. Ihr seht mich nicht. Wir könnten ja auch eigentlich hier bei wen anders ein Loch durch die Wand machen. Das könnte uns das dann egal sein, oder? Ja, komm, das machen wir. Wir holen uns da die Häftlingsbeutel und schauen mal. Gabel, Gabel. Du kannst dich nicht erwischen lassen, ne? Was willst du, Paul? Bleib stehen. Werte ablenken, nee. Okay, der kommt nicht. Gabel zerbricht. Na, schauen wir mal eben rein, was die so dabei haben. Besen, Spachtel. Oh. Nein, 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 das hast du nicht gesehen. Lass mich, lass mich. Lass mich. Was haben wir hier schon was? Leichte Schaufeln. Na gut. Kabel zerbricht. Gut, die Generäle zum Mittag. Ja, wir gehen auch gleich hin, weil wir eh keine Energie mehr haben. So. Nachmittag müssen wir ja arbeiten. Ja. Hast du was Cooles? Nein. Was willst du? Nee. Paul, Werte abdenken. Nein. Um meine Sachen in die Finger zu kriegen. Teddybär. Ja. Und Taylor hole ich einen Teddybär. Schade, er hat ihn nicht bei sich. Okay, auf zum Job. Mal weiß, haben wir jetzt nach, ist egal. So. Okay, die Mauer bleibt halb zertrümmert. Beeilen wir uns mal, so schnell kommen wir hier weg. Zack.
2, 3, 4 und die 6. Und dann machen wir weiter mit der Mauer. Bei. Nehmen wir das? 119 haben wir, jawohl. Weiß nicht, wessen Zelle das gerade war, aber ist ja auch egal. Außer es war Taylor, dann könnten wir mal. Steck. Noch eine Gabel, oh je. Und Boost, okay. Was ist denn die Mauer? 16%. Okay, der geht auch nicht hier lang. 4%. Ha! Ein Schraubenzieher. Na toll. Den Schraubenzieher. Eine Mauer. Ah, sie ist illegal. Das ist schlecht. Wie machen wir das? Müssten wir eigentlich hier jetzt auch die Wand einreißen? Geht's mit dem Spachtel eigentlich auch? Nee. Oh. Aufgang ist mir jetzt egal. Wir müssen die Mauer hier kaputt machen. Hilft ja nichts. Dann können wir da unsere andere Mauer einsetzen und dann ist was zumindest hier drin. Oder warte mal. Wir könnten auch. Hier, bei dem. Die Lüftungsgitter mal abschrauben. Muss ja nicht unser sein, ne? Kunststoffzellenschlüssel. Metallleisten. Ja, gut. Okay, wir müssen mal duschen. Ansonsten kriegen wir gleich ordentlich auf den Sack. Aber wo waren die Duschen? Unten irgendwo. Ja, ja, ich bin doch schon unterwegs. Ach. Kunststoff-Zellenschlüssel. Abendessen. Will ich eigentlich gar nicht, aber wir haben so hohe Alarmierung. Oh, wir haben ein Luftschachtgitter. Guck an. Na stimmt, wir haben es ja abgeschraubt, ne? Also könnte man es auch eigentlich dann wieder einsetzen, oder? Probieren wir heute Nachbarn bei uns aus. Vielleicht kann man da oben ja auch ein paar Sachen deponieren. Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ach komm, das reicht. Abendfreizeit? Na, falsche Taste. Mein Inventar ist voll, natürlich. So. Kann die irgendwie hier hinlegen? Das Magazin haben wir davon auch irgendwie abgelegt. Moment mal, Option? Nee. Ah, das können wir einsetzen, ne? Oh. Oh. Ja, ja. Was war da eingesetzt, aber. Ich wette, wenn ich jetzt mit einem Messer oder sowas wieder aufmache, dann geht's bestimmt kaputt.
Jo. Das ist jetzt schlecht. Wie legt man denn was ab? Das hat doch vorhin funktioniert. Ist da irgendeine spezielle Taste für? Eine Taste? Nee. Mal ein paar Tasten durchprobieren. Keine Ahnung. Geht mit zwei Schmelzen durch. Nein. Meine Jungs haben abgenommene Luftschachtgitter entdeckt, das wir zu dir zurückverfolgt haben. Als Strafe werde ich dich ein paar Tage in Einzelhaft stecken. Hoffentlich wird das eine Lehre sein. Och nö. Och nö. Na gut. In dem Fall machen wir morgen weiter. Sagen bis dann.